Ja, dann herzlich willkommen zum nächsten Vortrag von Thorsten Hell. Er wird uns zeigen, wie man Offline-Verfügbarkeit und mobile Anwendungen in Form einer Progressive Web App zusammenbringt. Und damit viel Vergnügen, Thorsten. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte gern starten mit einer kleinen Umfrage, einfach um das besser einschätzen zu können. Wer von euch hat denn mit der Entwicklung von Web-Applikationen zu tun? Vielleicht mal kurzes Handzeichen. Okay, und hattet ihr schon mal Berührung mit dem Offline-First-Paradigma? Das heißt, habt ihr schon mal versucht, also wer hat versucht, eine App auch offline verfügbar zu machen? Cool, sehr schön, cool. Ja, ich rede hier über die mobile Komponente von einer Software, die Belis heißt, die ist in Wuppertal deployed und mit der wir mit der ersten Version im Vorhof der Hölle standen. Also das war wirklich Maintaining Hölle und deshalb haben wir dann nachher Offline First hat unser Leben noch mal ein bisschen lebenswerter gemacht. Und ja, mein Vortrag ist neben, ich mache ganz kurz die übliche Werbung, dann gehe ich darauf ein, was ist Belis überhaupt, der Übergang von dieser angesprochenen iOS-App auf eine PWA und der Schwerpunkt des Vortrages sind dann die vier Ebenen von Offline First, die wir in unserer Applikation haben. Abschließend möchte ich mit einem kurzen Fazit, damit wir noch Zeit für Fragen haben. Ja, unsere Firma, die Kismet GmbH, wurde 2002 gegründet als Spin-off von der EEG an der Fachhochschule, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Wir machen im Wesentlichen Auftragssoftwareentwicklung für Kommunen und arbeiten mit und an Open-Source-Produkten. Und wir sind eine 100% Remote-Firma, was bei der letzten Folie vielleicht noch mal wichtig ist. Was ist Belis? Wie schon gesagt, das Beleuchtungsinformationssystem der Stadtverwaltung Wuppertal. Wir haben, das sollte Teil des Wunder werden, was ein fachübergreifender Teil der Geodateninfrastruktur ist. Bevor Belis da war, gab es ein BS2000-System, dann Access, habt ihr mit Sicherheit alles schon erlebt und gehört, wenn ihr alte Sachen umgestellt habt. Und die Geometrien wurden analog, das heißt tatsächlich mit Stift auf ausgedruckten Rahmenkarten gepflegt. Das war unser Startpunkt. Und wir haben natürlich 2008, back in the days, als Rich-Client-Applikation eine Intranet-Applikation gebaut, die Fachobjekte in der Karte darstellen konnte, die Daten der Fachobjekte verwalten, da konnten sie die Daten verwalten und so weiter. Was sind die Daten? Das sind Lampen, Masten, Leitungen. Dazu gehören auch nicht stromführende Leitungen, Mauerlaschen, das sind die Sachen, wo die Haken in der Wand sind, wo diese Seile, wenn über der Straße was hängt, festgemacht ist, Schaltstellen, Abzweigdosen, alle Objekte wurden georeferenziert und werden mit unserem System dort verwaltet. Und Arbeitsaufträge für externe Dienstleister, Monteure, das macht im Moment die SPI AG, das ist so ein Multi-Technologie-Dienstleister, die da rausfahren und die Lampen wechseln, wenn sie kaputt sind und so weiter und so fort. Damals waren das tatsächlich ausgedruckte Arbeitsaufträge wie eine Taskliste und die einzelnen Tasks waren dann, nennen wir Protokolle in diesen Arbeitsaufträgen. Das war natürlich sehr aufwendig und deshalb gab es dann 2015 die Idee, wir wollen da eine mobile Komponente machen. Und wir hatten die glorreiche Idee, das Ganze mit iOS zu machen, mit Swift. Haben das auch gemacht, hat auch soweit funktioniert, mit iOS-eigenen Karten. Man konnte nach Objekten suchen, man konnte die Kartenhintergründe, es gab da drei Kartenhintergründe, die man einfach benutzen konnte. Man konnte Informationen zu Objekten anzeigen, Bilder auch.
und man konnte Störungen melden, also Aktionen auf Objekten machen und auch Bilder hochladen und auch diese Arbeitsaufträge dann verwalten. Das war ja der Hauptgrund. Und diese Arbeitsaufträge konnten dann diese einzelnen Protokolle, die immer zu einem Fachobjekt zugeordnet sind, da konnte man dann auch Aktionen drauf ausführen. Wie man hier sieht, wird hier eine Standsicherheitsprüfung von dem Monteur dann ausgefüllt. Jawohl, habe ich gemacht, dann und dann und so weiter. Es hatte ein paar Probleme, hatte ich schon angekündigt. Wir waren da vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Es gab keine Weiterentwicklung von dieser Applikation. Die war soweit feature-complete. Das hat auch alles soweit funktioniert. Es gab bei uns aber dann leider keine weiteren Swift-Projekte. Und das war die Programmiersprache war damals erheblichen Änderungen unterworfen. Apple hat da gemacht im Prinzip, ah nee, das war Mist, das schmeißen wir wieder weg, das machen wir jetzt ein bisschen anders und so weiter. Wir sind auch nicht über den App Store gegangen, sondern haben eine Ad-Hoc-Distribution gemacht. Das kann man machen, wenn man kleiner 100 Geräte, Endgeräte hat. Da muss man aber Zertifikate mit in die Software einpacken, pro Gerät und so weiter, dass das auch nicht auf anderen installiert werden können. Es war Maintaining-Hölle und das Schlimmste war dabei ein Fehler, den wir eigentlich gemacht haben. Wir haben die App nämlich so entwickelt, als wäre es eine Intranet-Applikation. Wir haben das die ganze Zeit immer Intranet-Applikationen gemacht und haben dann das auch so gemacht. Das heißt, wir waren abhängig von der Infrastruktur, von dem Infrastrukturprovider der Stadt. Ich habe geschrieben, es war schwierig mit dem Service-Level-Understanding von so einer Stadt-IT dann auch zusammenzuarbeiten. Alle Störungen, die es gab, auch bei denen, wurden zu immer erst bei uns, natürlich, die App geht nicht. Klar, ging ja auch nicht, war ja auch kein Fehler, aber wir haben da natürlich, wollten auch nicht irgendwie immer die Schuld auf andere schieben. Das heißt, es war immer ein Aufwand bei uns, wenn irgendwas nicht ging. Und das war natürlich sehr frustrierend für uns. Und dann haben wir so ein bisschen den Kunden auch beraten, gedrängt, will ich nicht sagen, aber wir haben es dann geschafft, eine Progressive Web App machen zu dürfen für die. Und was ist eine Progressive Web App? Die Wikipedia-Definition spare ich mir. Das ist im Wesentlichen eine Webseite, die sich verhält wie eine App. In der Zwischenzeit hatten wir Gott sei Dank Erfahrungen gemacht mit React und Leaflet, Topic Maps. Da habe ich letztes Jahr einen Lightning Talk gehalten drüber, von Stadtplan über, vorhin das waren Umweltmessstellen hier, Elektromobilität, Starkregen-Gefahrenkarte und so weiter und so fort. Viele weitere mehr. Und wir haben dann gesagt, okay, machen wir es damit, haben wir schon Komponenten entwickelt, die wiederverwendbar sind und so weiter und so fort. Das, der prinzipielle Aufbau dieser, ich nenne es trotzdem App, war dann natürlich, sollte das ungefähr so aussehen wie die iOS-App. Das hat ja im Prinzip funktioniert, wenn man die Probleme weggenommen hat. Ein Punkt war, man hat das vorhin vielleicht gesehen, die Informationsbereich, den wir da hatten, um Informationen darzustellen, war relativ schmal. Das sollte ein bisschen besser sein. Wir haben das Datenblätter genannt. Natürlich sollten dann auch eigene Kartenservices der Stadtverwaltung genutzt werden, auch der eigene Gazetteer-Services, also nicht mehr den von Apple, den wir in der Applikation nicht benutzen mussten, aber benutzt haben. Das hatte den Vorteil, in der iOS-App konnte man auch nach Kebab-Ständen suchen. Jetzt geht das leider nicht mehr, muss man Straßen oder POIs benutzen. Ja, das sah dann auch gleich aus. Es sollte ja auch ein Wiedererkennungseffekt sein. Man meldet sich da also an und hat dann auf den ersten Blick im Prinzip die App nochmal vor sich. Bisschen anders, paar Knöpfe mehr, komme ich später zu. Man kann alles damit machen, was man vorher auch machen kann. Das heißt, man kann nach Objekten suchen, auch nur in dem zentralen Kartenbereich. Man kann Kartenhintergründe wechseln, man kann die Karte auch blass machen, so wie das in der App vorher auch war. Da mussten wir also nicht neu irgendwie in User Requirements oder sowas reingehen, die Karte verschieben über den Gazetteer
der amtlichen Adressen und auch Informationen anzeigen. Das hat sich dann jetzt ein bisschen geändert. Durch die Wiederverwendung von den bestehenden Komponenten sieht das ein bisschen anders aus. In den Topic Maps ist unsere Philosophie, die Informationen sollen immer an der gleichen Stelle auftauchen. Nicht so wie vorher bei der iOS-App, wenn die Lampe oben links war, dann war auch die Information oben links und so weiter. So kann man das schön, wenn man das iPad in der Hand hat, mit dem Daumen schön bedienen. Bilder können auch angezeigt werden. Wir haben dann schnell durch die Benutzung von unseren Komponenten auch einen Vorsprung gegenüber der App gehabt, weil wir da einfache Features einschalten konnten, die wir sowieso schon programmiert hatten. Das ist das Datenblatt. Und man kann natürlich auch Fotos hinzufügen. Man kann natürlich auch Störungen anlegen, wie das vorher auch war, und Arbeitsaufträge verwalten. Das sieht dann auch entsprechend der neuen UI aus, aber prinzipiell kann man hier zum Beispiel einen Status verändern von einem Arbeitsauftrag oder einen Leuchtmittelwechsel. Das sind dann immer so kleine Formulare, die dann die Monteure vor Ort ausfüllen müssen. Okay, damit hatten wir mit dem Eat Your Own Dog Food Ding, hatten wir dann so die Hälfte der Probleme gelöst. Wir kannten uns gut damit aus. Es war nicht nur einer, der sich mit Swift auskannte. Wir konnten dann auch mal was parallelisieren und so weiter und so fort. Und den Rest haben wir dann mit dem Offline-First-Paradigma in den Griff bekommen. Und wie ich schon in dem Inhaltsverzeichnis gesagt habe, gibt es das bei uns in vier Ebenen, wo wir das adressieren. Die erste Ebene ist relativ schnell abgehandelt. Das ist das Standardding, was man macht, wenn man nach Offline-First sucht, PWA-App, also Service-Worker aufsetzen. Damit startet die App auch bei schlechter oder wenig oder gar keiner Internetverbindung. Man hat ein App-Icon und es sieht so aus wie eine App. Kein Browser, nix. Ja? Man meldet sich an und los geht's. Genau, den Screenshot hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Das zweite ist dann schon ein bisschen schwieriger, Offline-Karten. Das erreichen wir im Wesentlichen dadurch, dass wir 30 MB Vektorteils in einem Paket haben. Das laden wir runter und benutzen ein MapLibre-Layer, um diese Offline-Daten dann anzuzeigen. Da habe ich letztes Jahr auch einen Lightning-Talk gehalten und wer möchte, kann sich den auch anschauen. Das ist inklusive GitHub-Beispielprojekt und so weiter. Der kann sich diesen, ich sage mal, leicht gehetzten Vortrag von mir anhören. In 5 Minuten Offline-Karten, das war wirklich eine Herausforderung, aber ich hatte, glaube ich, 12 Sekunden überzogen oder so. Das sieht dann so aus, man macht ein Häkchen, Vektor-Layer offline verfügbar machen, dann wird dieses Paket geladen, installiert, ausgepackt in die Index-Datenbank und ab dann kommen die Vektor-Tiles aus der Index-Datenbank. Wie gesagt, in dem Vortrag gehe ich auch genau auf die Funktion ein, die wir da benutzen. Ein wesentlicher Punkt, der dritte Aspekt, offline first, sind halt die Applikationsdaten. Wir haben ja eine relativ datenlastige Applikation. Das heißt, alle Informationen zu den Leuchten, welche Anschlussart, welches Fabrikat und so weiter, wird ja da gefordert. Und das möchte man ja auch, wenn man offline ist, anzeigen. Das heißt, ich muss das speichern. In Applikationsdaten meine ich Informationen zu den ganzen Fachobjekten. Dazu kommen die Geometrien, die muss ich ja auch haben, und natürlich ein Geometrieindex, weil auch die Suche, die mir die auf der einen, auf der, wenn alles schön ist, alles online ist, kann ich Postgres fragen, gib mir mal alles, was hier in dem Bereich ist, das muss ich jetzt ja alles selbst machen. Also haben wir einen Geometrieindex und so weiter. Das, der Kompromiss, den wir eingegangen sind, wegen dem Platz auch, der maximalen Größe und weil wir das auch nicht überschauen können, wir zeigen keine Bilder an im Offline-Fall. Dann werden die Daten manuell in den Applikations-Cache geladen und wenn die App in den Offline-Modus geschaltet wird, zeige ich gleich nochmal, funktioniert sie dann mit den Applikationsdaten komplett offline. Die Monteure gehen morgens, bevor sie rausfahren,
auf diese Einstellungsseite. Das geht auch mit einem Button. Man muss also nicht die Einstellungsseite öffnen, aber hier sieht man schön, wie die Progressbars, wer ist jetzt vorne, was wird noch gerade geladen und so weiter. Dauert ungefähr so eine halbe Minute, handgestoppt. Wenn das dann erledigt ist, dann kann man unten links die Applikation umschalten auf so ein auf die lokalen Daten und danach funktioniert die Applikation, ich habe es auch in den Flugmodus geschaltet, damit ihr mir auch glaubt, funktioniert die Applikation komplett offline. Und zum Teil auch, wenn die Online-Verbindung halt auch langsam ist, machen die das dann auch schon, weil es einfach schneller ist, als den Live-Request zu machen. Der letzte Punkt, den wir hatten, ist, nenne ich hier im Vortrag Sync statt Post. Also wir hatten schon keine CRUD-Kommunikation in der iOS-Applikation. Das heißt, wir haben keine Daten direkt manipuliert, sondern haben schon Aktionen gemacht. Zum Beispiel fügt eine Störung hinzu, fügt ein Bild hinzu und so weiter. Es gab eine festgelegte Aktion. Und nach der Aktion im UI erfolgte dann der Call über die API. Und die Idee war, das lassen wir so. Wir schreiben jetzt diese Aktion lokal in eine Tabelle und haben im Rechenzentrum von uns, nicht statt IT uns, eine Komponente, die auch diese Tabelle hat und das wird gesynkt. Und wenn die merkt, ah, da ist was Neues dazugekommen, macht diese Komponente die API-Calls, schreibt die Ergebnisse dann in ihre Tabelle und das wird dann nochmal zurückgesynkt auf die in den Browser. Wir benutzen dazu RxDB, das Replication-Protokoll und serverseitig eine kleine Postgres-Datenbank mit, die wird dann bei Änderungen gibt es eine Notification und dann wird der API-Call gemacht. Das sieht dann so aus, zwei Tabellen, einmal Serverseite, einmal Clientseite und die API-Calls passieren wie vorher. Die Herausforderung bei diesem Sync statt Post waren, dass wir die Zwischenstände nur lokal, die nur lokal vorhanden sind, wenn ich jetzt offline bin oder unsere APIs gestört sind, warum auch immer, dauert das ja eine Zeit lang. Wie mache ich das? Ja, wir arbeiten da viel mit UI. Im UI wird das getaggt mit einem Sternchen und so weiter, dass der Monteur sieht, das wurde noch nicht übertragen. Konflikte managen, wir haben, speichern mit einem Timestamp ab und sorgen dafür, dass es serverseitig dann in der gleichen Reihenfolge reinkommt. Bei Status, die Statusvisualisierung ist für die Monteure dann auch wichtig, dann wird, das ist die Detailansicht, normalerweise ist unten rechts so ein grüner Knödel, der dann mit der Zeit verschwindet, wenn dann 5 oder 6 Tasks, oder manchmal ist er auch orange, dann ist er noch nicht fertig übertragen, aber schon übermittelt und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch ein bisschen Angst gehabt, es gibt also auf jedem Endgerät noch die Möglichkeit, diese Action-Tabelle runterzuladen und uns per Mail zu schicken, sollte irgendwas schiefgegangen sein. Also unser Ziel war, dass, was vorher häufig war, dass die Monteure nichts mehr doppelt erfassen müssen. Wenn ein Fehler war, mussten die dann nochmal ran, mussten das nochmal machen. Aber das haben wir Gott sei Dank bis jetzt noch nicht gebraucht. Ich bin schon am Fazit, ich kann ein bisschen ruhiger reden. Das Fazit ist, Offline First hört nicht beim PWA-Setup auf, aber es ist ein viel Arbeit. Aber wenn man den Weg dann geht, dann lohnt sich das, weil die Kunden wirklich, wir hatten wirklich, die Monteure sind jetzt, sagen wirklich, jetzt können wir arbeiten. Jetzt haben wir nichts mehr, was wir noch nacherfassen müssen und so weiter und so fort. Nur eine Side Note, wir sind jetzt natürlich nicht mehr auf iOS limitiert. Es hat sich dann aber rausgestellt nach einer Überprüfung, die Wirtschaftlichkeit und so weiter, dass die Kunden oder die Monteure, die Dienstleister der Stadt, doch immer noch iOS, iPads benutzen, um das zu machen, weil sie einfach, gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Studien, wollte ich hier nur nicht unterschlagen. Das war's. Bei Fragen zu dem Thema könnt ihr, oder bei Interesse an einem spannenden Job, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir haben ein paar spannende Projekte vor der Brust. Digitaler Zwilling Wuppertal haben wir, sind wir beauftragt worden, da mitzuhelfen. Und wir suchen in allen Bereichen noch Mitarbeiter.
gerne im Nachgang von der Konferenz per Mail, über unsere Webseite und so weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne, 10 Sekunden vor Schluss bin ich fertig, Fragen, wenn es noch Fragen gibt, würde ich mich freuen, die noch beantworten zu können, gerne auch im Nachgang dann noch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sehr interessanter Vortrag. Also Webentwicklung und Offline-Fähigkeit scheint ja hier ein Thema zu sein. Es sind auch ein paar Fragen reingetrudelt. Zwei gleiches Thema. Ist der Quellcode der App verfügbar? Ja, und unsere Firma, wir arbeiten mit und an Open-Source-Produkten. Das heißt, auch wenn es ein Kundenprojekt ist, sind die Dinger bei uns auf GitHub verfügbar. github.com/kismet/belisonline kann man sich den Quellcode der Applikation anschauen, ist offen. Sehr schön. Kommt direkt nochmal Applaus, sehr gut. Dann gibt es noch eine andere Frage und zwar, wie ist das, wenn auf den Geräten eine falsche Zeit eingetragen ist? Kann man ja in den Einstellungen irgendwo einstellen. Ist das betrachtet und wie geht ihr damit um? Ja, der Timestamp, ich bin überfragt. Die Offline-Action habe ich nicht selbst gemacht. Aber ich glaube, dass wir damit dann falsch umgehen würden. Befürchte ich. Aber ich kann es nicht 100% sagen. Insbesondere, wenn wir gar keine Connection haben zum Internet. Ja? Warte, Mikro. Sonst kriegen die online das nicht mit. Also wir haben in der Regel im Service Worker eine Liste mit Dateien, wo an jeder Datei dann so ein Hash dran steht für die aktuelle Version. Deshalb wird es auch bei anderen Uhrzeiten da oder Zeitzonen keine Probleme geben. Okay. Wunderbar, ja. Mehr Fragen gab es online nicht. Gibt es hier im Saal sonst noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Sehr dann schön. Vielen Dank fürs Beantworten der Fragen. Gerne. Und ich würde sagen, nochmal Applaus.